Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stories, The Path of Destinies. Tja, gehen wir zu den Wissenschaftlern oder gehen wir gleich Geronimo? Ich würde sagen, wir gehen diesmal zu den Wissenschaftlern. As the Farfarer made its way toward the Nexus, Bernardo watched sparks fly out of the core. The Iblisstone sucked them in hungrily. You'd think the stone would want this kind of power, wouldn't it? Thought Renardo. Well, the scientists would explain it all. This time, Renardo was sure he'd figured out how to use the core safely. Wir werden sehen. Denk nicht zu viel nach. He'd trusted his gut, and it had worked out. That's what it meant to be a hero, to ignore the naysayers and the odd makers and do what you knew was right and have it turn out to be the right thing. Well, he wasn't worried. Once he got to the observatory, the scientist toads could explain it. Then he could carry the war into the enemy's camp and destroy them all. Oh dear, he was getting a little bloodthirsty, wasn't he? Renardo, don't fuck this one up. Ich meine, du bist auf einem guten Weg. So, war hier noch was? Keine Kiste, na gut. Gehen wir hier lang. What else could you hook? I don't know. How about a hooker? Entschuldigung. So, step. So, zack. Und au. Zack und zack. Ach, ist das schön. Ich bin echt mal gespannt, was wir für die vierte und letzte Wahrheit noch rausfinden müssen. Also was wir da machen müssen. Weil Fakt ist, Iblisstein böse, Scaripper instabil, Lapino fucking Traitor. Ah, mit Zenobia. Renardo had never felt better in his life. Normally, a battle would wear him down and he would need a night's sleep. Now he felt like he could go all night and all day. He felt like people were cheering him on and he could practically hear their applause as he slew one raven after another. Oh Gott, ey, hoffentlich gibt es hier kein Backfire. The Iblisstone and the Skyripper Core. Two artifacts from the time of legends. Renardo was becoming a legendary hero, wasn't he? He had enough power to save the rebellion, but he had to understand this power, so he would not misuse it. Mhm. Besser ist. Schildbrecher, elementarer Widerstand. Nee, passt schon. Alles gut. Oh, habe ich ja hier gute Erinnerungen. Ich bin schlau, dieses Mal benutze ich den Hebel. Um mich nicht zu versinken. Halte ich mal über die Schnauze und versenke mich. God damn it! Ach, hier leck mich doch. Ah, hier schon wieder so ein fucking White Mage.
Oh Gott, nö. Zwei von denen. Also, naja. So, der ist weg. Der ist weg. So, weg. Sind immer noch mehr. So, in die Gelände. Hätte ich mich mit dem Kopf vielleicht auch einfach verpissen können? This chest had teaspoons stolen from every inn in Boreas. Oh, and something more useful. Ich frage einfach gar nicht. Kommen wir dahin? Komm, komm. Ja, sieht gut aus. Moin. The toads at the observatory measured the stone with their occult devices. I fed it the core of Skyripper, explained Renato. No more Phoebe blood and souls. But the core is not an unlimited energy source, said one toad. Another said, there's a feedback loop, you see, which could overload the stone. The stone doesn't actually feed on souls, claimed a third, but on pain of killing another sentient being. If you can truly be at peace with yourself, it would not overload. This was all very confusing. At peace? Yes, the mountains were peaceful and quiet, but Hino had the power to turn the tides. He should report to the Rebellion Council and prepare for the decisive battle. Frieden schließen? Ja, das ergab beinahe Sinn. Der Kern schützte Renato vor dem düsteren Einfluss des Ibelsteins, aber zu viele Tote würden diesen überladen. Er musste inneren Frieden finden, sein Gleichgewicht behalten, aber die Möglichkeit, dass der Kern überladen werden könnte, war nicht gerade beruhigend. Vielleicht konnte Renato versuchen, im Nu seinen inneren Frieden zu finden, um dann rechtzeitig die Rebellion zu retten. Er musste sich in die Berge aufmachen. Klingt logisch. Aber es dauert seine Zeit, Frieden zu finden, und die Rebellion war gefährdet. Renato musste sich auf seine Mission konzentrieren und die Rebellion retten, solange es noch möglich war. Zum Rebellenstützpunkt. Sofort. Okay, die Folge geht bis zu so viel. Komm, wir gehen einfach mal in die Berge. Hollerei, hollera. One thing he understood from all the toad arguments. Maybe the stone did not feed on blood, or souls, or rage. It fed on empathy. It fed on the pain he felt when he put an end to another being's existence. Even if that other being was a raven intent on killing him, if he could find peace, then he could use the power of the Ibla stone without being taken over by its evil. Yes, that was the way to defeat the Ibla stone. The mountains. He would go to the mountains. You could find peace there. Unfortunately, the mountains were not empty. There were ravens everywhere. No matter. He had to fight, yes, but he didn't have to be angry. Parry, dodge, slash, and breathe. Yes, focus on the rhythm, the dance of it. Not on the blood or the raven's caw as they died. Ah, it was working. He wasn't feeling those dark jolts of eldritch energy. He wasn't feeling the Ibla stone. Mal gucken, ob das funktioniert. Erklimme den Gipfel. Ach ja. Alles gut, hey, easy peasy, alles gut, Leute. Mir geht's gut. Oh, was brennt denn da? Nein, mein Loot. Hä, was brennt denn da? Hallo?
Fußbodenheizung ist defekt. Joink. Joink. War doof, hier lang muss ich. La 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 la. Hey, mir geht's so gut. Ach, hey, keine Panik. Oh, oh. Hä? Sag mal, haltet ihr euch selber? Seid ihr verkackt, Vögel? Tschüss! Mir geht es so gut. Ich achte nicht auf eure Schreie. Mir geht's so gut. Ah, die gute Luft. Ja, sowieso. Ach, diese gute Luft. Ach, tut die gut. Ich glaube, hier war ich letztes noch nicht. Joink. Ach, schön. Ach, und gleich hinterher. So, was haben wir hier? Natürlich. Ach, ich bin so tief und entspannt. Ach, guck mal, diese Steine, auch dieser Wasserfall. Ist das nicht alles herrlich? Ich hab echt meine innere Mitte gefunden. Was? Das ist alles? Das ist so eine popelige Kiste? Was soll denn der Scheiß hier? So, ja, ich tät alles an. So. Mir geht's gut. Once, Bernardo had opened a chest and a jack-in-the-box jumped out. Jack-in-the-boxes, they gave him the Wiggins. Ist auch ein Handsome Jack in the Box. Ja. Schön. Oh, ist da eine gerade gespawnt? Und gleich in die Tiefe. Ich glaube, der hat Dark Souls gespielt, der hat keinen Bock mehr. Ah, schön. The stone was still silent. His mind was his own. And his heart too. He bore them no ill will, these ravens. They were doing their job. They were expressing their nature. Dance, whirl, parry, jab, and flee. It was all so simple, wasn't it? Something was missing. He didn't feel truly at peace. Wait. Wasn't this near where Calaveras lived? The sage would help him figure it all out. Oh, okay. Gehen wir mal hier lang. Ah, ist das schön. Luft wird ein bisschen dünn, aber hey, ich bin die Ruhe selbst. Ich hab meinen Frieden. Ey. So. Speedy of Light. So, darf ich doch mal looten? Dankeschön. Ach, ihr seid ja freundlich. Dankeschön. Ach, schön. Schön, schön, schön. Ihr habt die Luft für ein bisschen dünn. Alles gut. Ich bin tiefenentspannt. Na, wie geht's euch denn so? Noch was vor? Alles gut. Achso. Ach, immer diese Eis-Dinger. Heißt die doch mal? Sind das Stalagmiten? Ja, komm hier ein bisschen. Hier doch so ein bisschen Energie. Oh, da ist ein bisschen Energie. Sehr schön. Aber das war nichts. Okay.
Gehen wir mal weiter hoch. Ach, die Luft wird so dünn, ich habe nicht mal die Zeit, mich irgendwie um böse Sachen zu konzentrieren. Vermutlich, weil ich mich konzentrieren muss, nicht gleich in Ohnmacht zu fallen. So. Aber dafür erstiche ich mal diese Wand. There was a pleasant breeze coming through that door. Had it been closed before? Offensichtlich. Ich meine, ich habe sie gerade, ne? Ach, und diese Musik. Also wenn die nicht zum Entspannen hilft, dann weiß ich auch nicht. Oh, etwas zu lesen. Na, was steht denn hier? Liebe Zenobia, erinnerst du dich an das Expeditionsteam, das ich in die Tiefen unterhalb der Insel gesandt habe? Sie sind gut wieder hergekommen. Angekommen. Naja, 3 Schiffe von 8, die ich ausgesandt habe, sind wieder angekommen. Natürlich traurig um die Verluste. Aber die Kenntnisse über die Überlebenden zurückgebracht haben, sind von unschätzbaren Wert. Was sie erlebt haben, Mann, ach, das, dieses entspannte Sein vergesse ich ja ganz, wie man liest. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Vorleser, bitte entschuldigt das. Die Luft wird immer dichter und turbulenter, bis sie zum knochenbrechenden Gewitter wird, das fast zum Ersticken führt. Tiefenentspannt. Aber die Inseln! Die Inseln dehnen sich unter der Oberfläche kilometerweit aus und sie haben Wurzeln, die sich nach unten strecken, weit jenseits der Sicht. Die Inseln leben, das ist der Beweis, auf den ich gewartet habe. Die dicke Luft, die Tiefen lässt sie sozusagen schweben. Und dort unten in die Tiefe finden sie Nahrung. Die Inseln? Nahrung? Haben sie ein Bewusstsein? Sind sie sich unserer Existenz bewusst? Oder sind wir nicht als Parasiten, die sie ignorieren und tolerieren? Ist das jetzt so ein bisschen, kann man das auf unsere Welt so ein bisschen? Ich glaube ja. Ich muss eine weitere Expedition vorbereiten. Diesmal gehe ich selbst mit. Ich muss diese wunderbare Welt des endlosen Himmels der Tiefe einfach mit eigenen Augen sehen. Ich hoffe, dass du mich vor meiner Abreise besuchst. Ich würde gerne mehr über deinen neuen Freund Renato erfahren. In Liebe, dein Vater. Interesting. Open, says me. Was? Was war hier mit Kürbiskern? Also bitte. So. Oh, fies Ibra-Loader. Welche Magie? Ja, oh Gott. Komm, nächste Scheiß bei raus. Zwei Truhen. Ja, leg mir doch. Joink. Wie jetzt wirklich? Das war's? Wahrscheinlich habe ich jetzt alle Steine auf Stufe 3. Das heißt, ich brauche mir jetzt keine Gedanken mehr machen, irgendwelche Wände zu erst. Boah, das ist ja doof. The Iblis Stone, silenced by the Sky Ripper's core, had given Renato enough power to challenge the Imperial fleet. But what Renato was seeking was inner peace. The rebellion was on the verge of extinction, but it would have to wait. Ja, inneren Frieden erstmal hier Feuerball in den Kopf kriegen. Alles gut, hey. Ist auch ein bisschen kalt. Lalalala, hey. Ach, guck mal an, Hallöchen. At the end of the mountain path, he found the wise Calaveras in his workshop,
Do you fix souls or only artifacts? He asked the sage. Does your soul need fixing? Asked the sage. I've been killing a lot of ravens lately, he told the sage. You're a fox, said Calaveras. To kill birds is part of your nature. Take joy in it. I mean, I might as well worry about eating flies. Would you like a fly? It was true. That's what he had forgotten. The joy. Now he was ready for the final battle. The Farfarer cut through the clouds. The air had never felt so sweet since he was a child. There it was. The dreaded Imperial fleet. He could smell wet hemp ropes ahead, wood and tar, and ravens. Even the fleet smelt good, somehow. He was ready. He was ready. Warum hat er gezögert? Renardo had it all squared away in his head. He would kill the Emperor. Isengrim III had begun well, but he had gone mad. He was trying to invoke the lost gods by means of dark, blasphemous rituals. That was a secret. But the victims had spoken to Renardo. The ghosts had spoken. No. No anger. Renardo could not afford anger. It was empowering the crystal in his sword. That made him stronger, but it clouded his mind. He would not be a hero. A hero strives. Renardo would just be one with everything. The Emperor would die, and the wheel would turn, and all would be restored without rancor, without sorrow, without pain. Klingt alles irgendwie zu gut oder so. Ja, sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. The portal was heavily guarded. It must go someplace they really didn't want it to go. Na dann. Dann wollen wir mal etwas Freude verspüren, indem wir einfach Paraden töten. Hey, hey, Hallöchen. Arik, zünd dir an, du. Hahaha, ist das lustig. So. Hallo, Freunde. Keiner da? Sometimes, at home, he'd wave his sword around for hours. Wer macht das nicht? So. Hey, Freunde! Lasst mich doch mal ein bisschen mein Schwert in euch stecken. Keine sexuelle Anspielung, aber hey. Sterbt mal schön. Da fliegt mir sogar die Planke weg. Renardo wondered if it wasn't cheaper to build bridges and stairs. So. Stabby Stab. Tschüss. Tschüss. But the more he thought about it, and he had so much more time to think about it now that he was not worrying about the battle, killing the Emperor would not change anything. Another would take his place. Perhaps Zenobia. Perhaps the Speaker of the Rebel Council, and power would corrupt them too, and death would make grief, and grief would lead to hatred. He must lead by example. Reject the violence. Reject the desire to create violence. But how? Oh Gott. Da haben wir den Haken. Okay, let's get this over with and we can all go home.
Finde ich gut. Ah ja, gut, das, ja. So, du brennst. Und du stirbst. Schönes Ding. Danke weg. Hui! Na, jetzt. Also wenn man dann so kurz vor Ende dieses Kapitels sind und es sich dann noch so eine Entscheidung so, ja, töten oder nicht töten, töten oder nicht töten. Soon he'd confront the Emperor. Funny that this whole war had come about because the Emperor feared death. Now it was coming for him. There was some sort of lesson there, wasn't there? Wir werden sehen. So, anzünden. Ich zünde die Arschfedern an. Tschüss. Tschüss. Und ja. Tschüss, tschüss und tschüss. Jetzt bin ich mal gespannt. Finally, he came to the Emperor's ship. The path behind him was strewn with dead ravens. The path to enlightenment. His mistake, he realized, was trying to change the world. The world would spin and the wheel would revolve, whether he strove against it or not. What he had to do was nothing. He had attained enlightenment. He sat down, adopted a full lotus position and began to meditate. And all around him, the warriors stopped fighting too. They knew. They could feel his enlightenment. They gave up fighting, dropped their weapons, and became his disciples. No, just kidding. The nearest raven stabbed him with a sword and then chopped off his head. I might not have thought this through properly. Thought Renardo's head as it rolled around the deck and died. Wow, toll! Go back to some of the choices he faced before. Maybe there were new paths that had opened up, like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. And he hadn't learned anything new this time. He'd done the same thing twice, yet expected a different outcome. Toll! Oh, ist das assi! Oh Mann, ich habe jetzt echt gedacht so, ja, wir stehen vor dem Imperator und dann haben wir die Entscheidung, töten wir ihn oder töten wir ihn nicht? Nein, was macht Renato? Ja, oh, ist das dumm, das ist so dumm. Neue Story abgeschlossen, Rückkehr des Hippie. Was für ein Held bist du, ein Held, der über den das Heldtum hinauswächst, um eins wieder, ach komm. Ach, das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Na gut, das war's für diese Folge von Stories. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein und ist das dumm.